Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Zusammensein, für diesen besonderen Tag, dass wir mit all den Menschen heute hier versammelt sein dürfen, um dich tiefer zu verstehen, um deinen Segen zu empfangen für diese Menschen, die heute ihr Leben einander geschenkt haben und mit dir diesen Weg gehen möchten. Wir bitten um dein Reden, wir bitten um dein Wirken, wir bitten um deine Anwesenheit, dass du uns alle erfüllst, uns das Reden schenkst und das Hören, das Verstehen und das Verlangen, es umzusetzen. Öffne alle Herzen, öffne unser aller Augen für die geistlichen Geheimnisse, dass hier wieder starke, gesegnete Ehen entstehen, die wieder wissen, auch worauf es ankommt, dass man zum Ziel kommt, gemeinsam. Erfülle diesen Raum mit deiner Gegenwart und wir danken dir dafür für alles Gute, was wir heute empfangen. Amen. Amen. Hallo miteinander, herzlich willkommen, liebe Gäste. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich begrüße alle Verwandten, alle Freunde. Danke im Vorfeld noch einmal auch für diesen großen Prozess, den ihr mit aufgebaut habt. Das ist einfach nur traumhaft, wenn ich hier schaue. Das ist sowas von königlich. Und hier sitzt die Königin, hier sitzt eine Königin. Ha? Unglaublich schön. Danke für die Lieder, danke für die Gestecke, alles. Es gäbe jetzt so vieles aufzuzählen. Gell? Aber wir wollen uns gleich ranmachen und versuchen, etwas zu ergreifen, was für euer Leben nützlich ist, aber ich möchte sagen, ich möchte eigentlich nicht nur für euch reden, zu Ihnen predige ich seit Geburt, ihr hört noch mehr davon, ja, also ich kann Ihnen im Wesentlichen nicht sehr viel sagen, aber ich habe heute noch ein paar Dinge, von denen ich glaube, über das haben wir noch nicht so richtig geredet, ja. Aber wir sind ja hier viele Leute und das Problem, das wir sehen, ist, jede zweite Ehe klafft auseinander. Also irgendwas geht hier schief, irgendwas läuft hier nicht, irgendwo haben die Menschen zu wenig Feeling dafür, auf was es ankommt, wenn man heiratet. Ja. Erstaunlich genug, dass immer wieder geheiratet wird. Ja. Wenn du einen Börsenkurs hättest in einer Sache, die ständig abstürzt, jedes zweite Mal machen die Leute pleite, würdest du darauf setzen? Die Leute machen es trotzdem. Das zeigt, dass eigentlich ein Geheimnis dahinter steckt, hinter der Ehe. Wir alle spüren eine unbändige Freude, eine Erwartung. Und das hat eben mit der Natur, mit dem Ursprung zu tun. Ehe ist etwas unglaublich Gutes, etwas unglaublich Nützliches. Und ich möchte, dass eure Ehen halten, dass unsere alle Ehen halten und diejenigen, die schon Schieflage haben oder nur noch am seidenen Faden hängen, dass ihr wieder zu einem festen, gewundenen Strick werdet aus diesem Faden. Seid ihr da fit? Wir machen das, oder? Ich beginne an einer Stelle, die vielleicht seltsam klingt. Eines der höchsten Gebote im Alten Testament, der mosaischen noch, heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Da legt Gott sehr großen Wert darauf. Und dass so etwas steht in einem Gesetz, wenn du 10 Gebote hast, kannst du selber mal überlegen, was würdest du nehmen, das 10 Punkte. Die ganze Menschheit zu belehren. Einer davon soll sich kein Bildnis machen. Scheint so unwahrscheinlich weit weg zu sein. Warum gerade das? Sind die enge Auswahl von 10 möglichen Geboten. Aber es ist ganz ein logischer Zusammenhang. Man muss nur den Sinn verstehen. Bildnis mal bildhaft verstehen. Wenn ich heirate, kann ich mir ein Bildnis machen. Wenn ihr heiratet, könnt ihr euch ein Bildnis machen. Und zwar in dem Sinne, dass du heiratest und schon ein fixes Bild hast, wie das Ganze dann aussehen soll. Und da beginnen eigentlich schon die größten Ehekrisen, weil man in dieser Romanze drin steckt. Oder? Das haben wir es gerade vorher kurz erwähnt. Immer wieder freut man sich, alle freuen sich nach dem Motto, es kommt alles gut. Und in jedem Hinterkopf steckt ein bisschen was anderes. Es kommt gut, weil, jetzt habe ich endlich eine Putzfrau, jetzt habe ich weniger Arbeit zu Hause. Man könnte jetzt hier viele dumme Dinge aufzählen, gell? Aber es ist so, die Leute heiraten und haben meistens schon etwas im Kopf, ja? Vorgefasste Bilder, wie die Ehe, wie die Zukunft auszusehen hat. Und glaubt es, es kommen Leute mit so fixfertigen Vorstellungen, Bildnissen in die Ehe rein, dass sie schon in der Flitterwoche ohne Absprache vielleicht der Partner
geplant haben, wo dann die Mutter wohnt, in welcher Ecke sie dort ist. Es gibt das. Glaubt, ich mache hier keine Scherze. Da gibt es Hochzeitspaar, nehmen einfach mal die Mutter mit, Hochzeitsreise. Wäre natürlich toll. Wo geht die nochmal hin? Ja, wir haben schon gebucht. Oder? Aber dann geht es weiter. Dann gibt es Ehepaare, da hat vielleicht die Frau, oder der Mann ist ja dann egal, ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter, hat schon ein Zimmer reserviert im eigenen Haus, ohne Absprache zum Beispiel. Siehst du? Und nachher gibt es den ersten Crash vielleicht. Gut, bei manchen gibt es den ersten Crash, weil der Bräutigam unbedingt mit aufs Hochzeitsfoto will. Aber das hat es alles schon gegeben, dass dann irgendein Zimmer die Mutter einzieht und der Mann oder die Frau hat gar nicht gewusst, dass das geplant war so. Und dann kommt schon die erste Krise zustande. Versteht ihr, worum es geht? Aber es geht viel feiner, diese Problematik. Töchter, die zu Hause gut hatten, die neigen dazu, ich sage das natürlich in Anführungsstrichen, ihren Vater zu heiraten. Söhne, die es toll hatten zu Hause, neigen dazu, ja, ihre Mütter zu heiraten. Das ist ein Bildnis, eine Vorstellung, das ist das Wesen von einem Bildnis. Etwas Selbergemachtes, das aber anstelle von etwas Wirklichem steht. Es ist eine Ableitung, eben, du sollst dich kein Bildnis machen. Es gibt Leute, die machen sich irgendeine Vorstellung, wie Gott ist, zum Beispiel. Und dann gehen sie so durchs Leben. So, die meisten gehen heute durchs Leben mit dem Bildnis. Gott ist kein Problem, der misst sich da nicht ein. Der redet nicht, der schweigt nicht. Ja. Und wie auch immer. Und dann die Erfahrung in der Praxis plötzlich zeigt, dass Gott ganz anders ist, als man gedacht hat. Und das ist das, was er uns damit auf den Weg gehen wollte. Das ist das, was zwischen Gott und Menschen immer wieder schief hängt. Und das ist das, was in der Ehe sehr oft schief hängt. Da beginnen oft die großen Krisen. Ich wünsche euch, geht ohne feste Vorstellungen da rein, geht da rein in eine Zukunft, die nicht ständig vergleicht. Wie war es zu Hause? Das ist vielleicht die größte Versuchung, oder? Wie war es zu Hause? Du hast jetzt ein ganzes Leben lang, jedes Paar hat zu Hause nichts anderes gekannt als diesen Hintergrund. Je besser er war, desto mehr wirst du neigen dazu, eine Kopie davon zu machen. Freilich habe ich nichts dagegen, wenn du all die guten Werte, die ich dir mitgegeben habe, die wir euch mitgegeben haben, erhaltet. Aber bitte gestaltet sie auf eigene Weise. Ja. Einfach, ihr habt euer neues, eigenes Leben. Ihr seid nicht eine Blaupause irgendwie von dem, was wir gemacht haben. Ist ganz wichtig. Ja. Also jeder Mensch, jedes Paar, jede Beziehung ist ein Original, hat Originalaufgaben, hat Originalwirkungen in seinem Leben, in ihrem Leben, Originalbestimmungen. Und jetzt möchte ich auf Menschen zu sprechen kommen, weil eben man hat auch verschiedentlich Vorstellungen, auch was Bedeutung hat im Leben, was nicht Bedeutung hat. Man hat auch hier geht das Bildnis weiter, wo man sich überlegt, welche Menschen sind wichtig, welche Menschen sind weniger wichtig. Und dann neigt man immer wieder dazu, Menschen besonders wichtig zu finden, die vielleicht im Rampenlicht stehen. Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben und Dienst. Mich nimmt man ziemlich wichtig, weil ich immer wieder da in dieser Position stehe, mit diesem Katheter hier und so. Aber stimmt das auch? Stimmt das auch? Ich möchte euch, weil heute Hochzeit ist, möchte ich euch zeigen, wie wer so ein Bild hat, wie der irren kann. Habt ihr gewusst, warum wir alle hier sitzen? Dass das, wenn ich jetzt von der OCG spreche, ist doch eine weltweite Bewegung geworden, eine internationale. Ihr habt gehört, wie viele das heute nur schon auf Sendung sind heute, um mit uns hier zusammen zu sein. Dass das alles stattfindet, müsst ihr einfach wissen, ist im Ursprung auf im Wesentlichen zwei Frauen zurückzuführen. Die siehst du ganz selten da vorne. Die eine Frau ist meine Annie, also die Mutter von Elias und Anna-Sophia. Und die andere Frau ist Priska Bühler. Jetzt staunst du, gell? Priska, dem hast du jetzt nicht gerechnet. Ja, jetzt kommt was ins Licht. Das ist die Mutter von Ramon. Ja. Warum? Warum sind das Menschen von ganz besonderer Art? Sie stehen nicht im Rampenlicht, aber ich sage, es gäbe die OCG nicht in dieser Form, zumindest nicht. Alles, was geschehen ist,
hat mit diesen zwei Frauen begonnen. Sie stehen überhaupt nicht im Rampenlicht. Eben da siehst du, wie man irren kann. Ihr müsst immer denken, Dinge, die im Leben völlig verborgen, völlig unscheinbar scheinen, haben oft die allergrößten Bedeutungen. Aber ich möchte auch die Sabine, also die Mutter jetzt von Steffi, in dieses Gebiet mit aufnehmen. Sabine, wir waren schon vor über 40 Jahren zusammen in Zürich auf der Straße, später für ein paar Monate, glaube ich, zusammen in Bibelschule, wenn ich es recht erinnere. Stimmt das noch? Da waren so viele. Also sicher in Zürich waren wir zusammen auf der Straße und haben zusammen gesungen vor über 40 Jahren. Und weil ich mein Leben wirklich an den Wirkungen Gottes anknüpfte, an dem, wer er wirklich ist, nicht dem, was wir als Christen von ihm alles erzählten, ja, gab es dort ein Problem. Das gab eine echte Problematik. Ich bin dann meinen Weg gegangen, die anderen sind ihren Weg gegangen. Sabine ist noch von der alten Garde. Sie hat sich diesem Weg des wirksamen Gottes angeschlossen. Über viele Jahre, ganz einen anderen Weg als ich. Und irgendwann haben sich unsere Wege wieder gekreuzt und sie ist wieder hier in unserer Mitte und gibt uns heute diese wunderbare Tochter, zur Schwiegertochter. Ja. Und auch ihr Mann ist dabei. Also auch über Sabine wird in 20 Jahren wahrscheinlich Ähnliches erzählt werden, was ich jetzt kurz über Anni und über Priska sagen möchte, über die Mütter von unseren Brautpaaren. Lukas, du kommst dann auch noch. Der Vater, ich habe dich auch auf der Liste. Aber wisst ihr, so entsteht das Leben, so wird es sein in euren Ehen. Es wird das Unscheinbare sein, wenn du zurückblickst, sind es vielleicht genau diese Dinge, die du völlig nicht gedacht hättest. Wie begann die ganze Geschichte der OCG? Wir spannen zurück. Meine Frau, meine Anni, war 16 Jahre alt. Ein richtiges Mädchen. Darum habe ich sie gar nicht so als Frau gewahrt. Das kam dann 5 Jahre später. Ich erlebte sie als Mädchen, ich lernte sie als Mädchen kennen, und zwar als Mädchen in der Krise. Sie war in einer christlichen Versammlung, die war abgespaced, die hatte Irrlehren im Kopf. Meine Anni damals mit 16 war in einer Ausbildung als Drogistin, und dann kommt sie in so Irrlehren rein, wo das alles ungöttlich ist und ein Kuddelmuddel, das das Mädchen völlig verwirrt, irgendwo in der Schockstarre ist. Man kann sich dann sagen, geistliche Schockstarre, die wusste nicht mehr ein noch aus. In diesem Zustand lerne ich sie kennen. Sie war die Schwester meines Bruders, meines, ich sag mal, Gottlosen damals. Und bitte? Habe ich es falsch gesagt? Sie war die Schwester der Freundin meines Bruders. Ja, ruft immer rein, wenn ich was Dummes erzähle. Ja, für das seid ihr hier, oder? Ich muss ein Echo haben, ob das stimmt, was ich sage. Gut, also die zwei, beide kennen Gott nicht, beide verachten uns als Christen. Mein Bruder kommt nach Hause und sagt, meine Schwester hat auch so eine fanatische, meine Freundin hat auch so eine fanatische Schwester. Jetzt habe ich es, oder? Wie ich einen Bruder. So haben dann Anni und ich uns kennengelernt. Das sind die Schnippchen, die Gott denen schlägt, die sagen, es gibt ihn nicht, oder? Die gesegnetste Begegnung meines Lebens, meine Anni. Wir sind schon über 36 Jahre verheiratet. Wow. Oder? Nun gut, aber eigentlich will ich jetzt die Geschichte erzählen, was das für eine besondere Person ist. Dieses kleine Mädchen hat also einen riesen Durcheinander, sie weiß nicht mehr, welche Lehre. Überall kommt immer wieder diese christliche Dogmatik, die ihr sagt, das ist nicht göttlich, das ist nicht göttlich, ein Gesetz nach dem anderen. Und so lernen wir uns kennen. Und sie stellt sich dahin und sagt, was denkst du? Hast du einen Rat? Was soll ich tun? Und ich rede mit ihr und finde heraus, ihr Vater hat, der Posthalter war damals in Knona, er hat ihr geraten, mach doch eine Ausbildung als Post. Eine Postausbildung, ich weiß nicht genau, wie man das gackst. Und sie war so hin und her gerissen, weil auch auf die Eltern hören war von dieser Lehre her oder Sekte, nennen wie du willst, war einfach ein Problem. Sie hat überall nur noch Schockstarre gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt, Anni, gehorche deinem Vater. Gehorche deinem Vater, tu das. Ich habe den Eindruck, das ist die richtige Entscheidung. Und dieser eine Gehorsamsschritt, einfach, dass sie sich auf den Weg gemacht hat und sich gedemütigt hat, was damals sehr schwierig war für sie, hat sich unter den Rat ihres Vaters gestellt und hat eine Postlehre angefangen. Das war der Startschuss von allem, was du heute hier siehst.
weil sie kommt jetzt, statt in einer Drogeristenschule, kommt sie jetzt in die Postausbildungsschule, lernt dort unter vielen verschiedenen Klassen, die gleichzeitig existieren, lernt sie die Zita, die heutige internationale Mutter von OCG, also die Hirtin international, lernt sie kennen. Ich nehme das nur vorweg, damit das ein bisschen klarer ist, was da sich einfädelt. Sie lernt sie auf dem Schulbank kennen als Mädchen, die beide sage ich noch Mädchen damals, in der Ausbildung zur Postlehre eben dort. Und die Zita findet durch die Anni zum Glauben. Ja. Und dann heirate ich die Anni 1983, ich mache jetzt ein bisschen große Sprünge, sonst sind wir am Abend noch dran, oder? Die Anni kommt also mit mir nach Walzenhausen, wir gründen zusammen 1983 das christliche Rehabilitationswerk für Drogensüchtige, psychisch Leidende und alle möglichen Problemfälle. In Walzenhausen gründen wir zusammen diese Reha. Und die Anni zieht ungeahnt, und das ist es, das ist so ein Moment, oder? Schon in der Postschule dachte sie niemals an das, was jetzt entsteht. Aber ohne ihr Wissen geht ein Ziehen aus durch das, was sie in Zita hineingelegt hat. Die Zita zieht in Richtung Walzenhausen. Ich taufe sie, ich weiß nicht, vor 1988, glaube ich. Das ist der Teil meiner Predigt, vor der habe ich am meisten Angst gehabt, wisst ihr. Es ist so schwierig, so Dinge, da so Statistiken, oder? Ich hoffe, ich sage es richtig. Spielt jetzt keine Rolle. Lassen wir die Zita mal hierher kommen. Wir sind schon verheiratet, haben das Werk, sie kommt hoch und sie wird vollzeitliche Mitarbeiterin im Jahr 1988. Und jetzt wechsle ich die Szene zu Priska, ja? Also die Mutter von Ramon. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich alles durcheinander bringe. Jetzt bestätigt sich alles, was du Schlechtes über mich gehört hast. Da erzählt lauter Quatsch, heißt's immer im Internet, oder? Gut, also, so war's. Ohne dass Anni eine Ahnung hat, sie hat noch eine Freundin dort gehabt in dieser seltsamen Gruppe, die sie in die Schockstarre geworfen hat. Und diese Frau sucht auch neuen Grund zum Landen. Und das ist die Priska, die Mutter von dir. Jawohl. Die zieht da nach Wolfhallen, ist das Nachbardorf von Walzenhausen, weil sie auch in unserer Nähe unsere Versammlungen besuchen möchte. Ja. So beginnt das. Und dann kommt die Priska als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin nach diesem Wolfhausen und trifft dort zusammen mit der Kindergärtnerin Ruth Schneider und bringt die Ruth Schneider, ihr ruft wirklich das Wissen, ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe es wirklich versucht zu erfassen. Ja. Ich behaupte jetzt mal, Priska, du hast die Ruth Schneider zum Glauben geführt. Stimmt das noch? Nicht ganz. Ach komm, was soll's. Es geht jetzt auch nicht um ihren Glauben, es geht darum, dass die Priska danach zieht, sie lernt die Ruth kennen beruflich, die Ruth kommt zum Glauben, die Ruth kommt wenige Zeit später auch als Vollzeitlerin im Vollzeitdienst 1991, seit dort ist sie bei uns im Vollzeitdienst, das ist die internationale Managerin von unserer ganzen Kunst und all diesen Dingen, die Moderatorin, nein, die moderiert heute gar nicht, schon wieder ein Quatsch erzählt. Ruth, wo bist du? Zeig dich. Da, die glitzerige Dame hier. Und man sieht sie heute noch, sie wird heute noch glänzen. Ja. Aber dann geht die Geschichte noch weiter, oder? Die Ruth macht dann auch wieder Kontakt, auch da in diesem Wolfhalden drüber. Und lernt dann dort die Bettina kennen, die näheren Umstände interessieren nicht. Tatsache ist, die Bettina bekehrt sich auch, die kommen alle zum Glauben, reihum, oder? Es ist wie so ein Baum, der wächst, oder? Auch wieder in Wolfhallen, glaube ich, startet das Ding 1990, kommt Bettina durch die Ruth in den vollzeitlichen Dienst. Bettina ist seit, weiß nicht, 16 Jahren meine rechte Hand, meine erste Sekretärin, absolut, jetzt habe ich dir die Crew an vorderster Front vorgestellt, wo alle einander aufgrund von diesen zwei Frauen, Anni und Priska, aus dieser seltsamen Gruppe, die dort rausgefunden haben, aus der Schockstarre, sich neu sortiert haben, ist alles entstanden, was heute international von uns verwaltet wird. Und die Frauen haben unglaubliche Kapazität. Ja. Von Priska hörst du wenig, ja?
Also siehst du, und dann, jetzt kommst du, Lukas, oder? 1988, Lukas war auch in meinen Versammlungen schon damals als Pianist, er ist heute noch davon als Pianist, hast du ihn vorher gesehen. Seit 1988 sind wir zusammen unterwegs und Lukas lernt Priska kennen in diesen Versammlungen, in meinen Seminaren und die beiden heiraten. Stellt mal vor, wer hat sich getraut? Tada! Wie viele Jahre ist das her? Ich denke, 88, stimmt das? Jetzt habe ich immerhin mal etwas bestanden. 1988 war es, ja. Also ich habe sie getraut, das war die schwierigste Hochzeitspredigt meines Lebens, ich weiß es noch. Ich kletterte da so eine Kirche, so eine Wendeltreppe hoch und dann starrten mich all diese Verwandten an, die aus besagter Ecke kamen, wo meine Frau herstammt und die Priska. Jetzt schnalle ich erst, warum das so schwer war. Hat 31 Jahre gedauert und ich bin nicht blond. Oh wow. Oh wow. Jetzt check ich's. Das war die schwierigste Predigt meines Lebens. Die wollte man nicht hören. Das war es. Aber es hat funktioniert. Die zwei sind heute noch zusammen. Sie haben zusammen 10 wunderbare Kinder. Da einer davon. Jetzt geht die Geschichte wieder weiter, oder? Also ich will nur sagen, wenn man jetzt die unsichtbare Linie anschaut, das sind das diese zwei wunderbaren, herrlichen Frauen, die du fast nie in der Öffentlichkeit siehst. Oder? Priska siehst du manchmal hier vorne Musik machen, meine Frau auch ab und zu ein Lied singen oder so, aber im Wesentlichen sind die wie unsichtbar im Hintergrund, aber sie sind die Strippenzieherinnen der OCG. Ich habe nicht gesagt Stripp... Ich habe nicht gesagt Stripperinnen, ihr habt das schon recht... Nicht, dass wir den immer nach Hause gehen und das ins Internet schreiben. Sie waren die Strippenzieherinnen. Ja. Einfach nur herrlich. Und sie haben eigentlich Teil 3 von Herr der Wandlungen kreiert, wenn man so will. Kreiert, oder? Ohne, dass sie es realisierten. Das geht einfach so ab. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Ihr nehmt nun diese Konstellation mit, oder? Diese Frauen und auch diese Männer, jetzt habe ich noch einen Faktor vergessen, ja. Jetzt kommt ja noch dann der Karl-Heinz dazu, mit der Sabine. Wohnen auch wieder in Wolfhalden. Ja? Sabine, oder? Karl-Heinz, die wohnen auch in Wolfhalden. Kommen auch zur OCG, werden auch Leiter, oder? Eben nur sage ich, in 20 Jahren wird man über deine Mutter, über deine Eltern Ähnliches erzählen, weil die Geschichte geht jetzt ja weiter und das Ganze expandiert exponentiell, man kann es nicht anders sagen. Wir haben diese Tage so ein bisschen Rückschau gehalten, ist einfach nur unglaublich. Und diese Konstellation, ich sage die Konstellation von unseren tiefsten Wurzeln der Treue, die geht über euch jetzt weiter. Also dein Vater und deine Mutter, wenn ich jetzt mal von unserer persönlichen Beziehung ausgehe, das ist Urgestein, oder? Über 40 Jahre sind wir zusammen. Und sie sind heute noch treu dabei und wir mussten uns nie beklagen. Und ihr tragt das weiter, wie es geschrieben steht in 1. Mose 2,24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das macht ihr jetzt, ihr setzt das fort, ja. Jetzt bitte ich euch zuzuhören. Jetzt gebe ich ein paar Geheimtipps, okay? Ein paar Geheimtipps. Ihr dürft auch zuhören da drüben. Das gilt jetzt für uns alle. Wenn ihr wollt, dass eine Ehe verhält, dass eine Liebe bestehen bleibt, und ich gebe dem kurz Zeugnis, ich liebe meine Frau heute 100 Mal mehr als früher. Ich bin 36 Jahre verheiratet. Ich liebe sie. Ich kann keine Worte finden. Ich liebe sie mit jedem Tag mehr. Jeden Tag mehr. Es ist so, Anni, es ist so. Ich sage das vor Gott. Warum? Das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Betet darum, dass ihr euch mit Gottes Augen sehen dürft. Nicht die eigenen Augen. Gott wohnt in jedem Menschen, wisst ihr, in jedem einzelnen Menschen. Und wir haben die Fähigkeit, Gottes Empfindungen in uns zu erleben, als die unseren.
Das ist das Gewaltige, oder? Als die unseren. Sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen. Ich habe immer gebetet, lass mich diese Anni mit deinen Augen sehen. Ich weiß gar nicht, kann ich das überhaupt predigen? Schaffe ich das überhaupt? Das ist so ein gewaltiges Ereignis, dass wenn du einen Menschen mit Gottes Augen siehst, das hört gar nie auf. Das verbindet, verstehst du? Seine Ehe bricht nicht einfach auseinander, wenn Gott Liebe reinsät. Und ich möchte euch klipp und klar sagen, jedem hier drin, wer denkt, ohne Gott heiraten zu müssen, ich habe das nicht nötig, tu es mir einfach nur leid. Tu es mir einfach nur leid. Du weißt nicht, was du verpasst. Du hast keine Ahnung, was hier abgeht, wenn Menschen mit Gott unterwegs sind. Oder? Was es heißt, wenn Gott die Menschen in ihrer Schönheit, in ihrer Lieblichkeit, ich sag mal so, wie er sie sieht, an was er sich freut, das sind solche Kleinigkeiten, man denkt, Gott ist so groß, oder? Ihn kann doch Kleines nicht erfreuen. Du denkst, ist das bare Gegenteil. Das, was uns Menschen manchmal anstößig sein mag, das macht ihm manchmal Riesenspaß. Ich sag's mal so. Aber ich rede jetzt nicht weiter so, ich sage in dieser Verlängerung, ich rede von meinem Erleben, ich sage euch nur, woher die Quelle kommt, damit ihr nicht denkt, ich habe irgendwas, einfach so etwas, was du nicht haben kannst, sag's mal so. Jeder kann das haben, jeder soll das haben, das ist ja gerade der Punkt. Mit Gott durchs Leben gehen, mit seinen Augen das Besondere, die Originalität voneinander erkennen. Ja? Wenn du Menschen hast, die Fehler machen und du siehst von dem Moment an nur noch ihre Fehler, dann sage ich, dieselbe Nummer läuft dann einfach negativ ab. Dann hängt sich der Teufel hier rein und dann war die Hochzeit, von da an geht es nur noch runter, weil der erste Fehler, der passiert, wird dann schon angekreidet und dann beginnt dann schon ein Strich am anderen abzustreichen von dieser Herrlichkeit. Am Anfang alles in Blüte und nachher so wie ein kalter Winter, so kahle Äste, oder? So, der Teufel reitet uns Menschen auch, oder? Wenn wir ihm das erlauben. Darum betet immer, lass mich sehen, was andere vielleicht nicht sehen können. Und dann erlebst du Dinge, dass dein Partner, ich rede jetzt einfach, wie das abläuft, plötzlich merkst du, dass im Alltag unscheinbare Gesten manchmal etwas unglaublich Liebliches an sich haben. Vielleicht, eben, ich weiß nicht, ist fast ein bisschen intim, wir hätten das absprechen sollen. Ja. Naja. Wenn meine Frau zum Beispiel ein paar Schuhe gekauft hat, oder? Und dann plötzlich streckst du den Fuß hin, dass ich die sehe, da könnte ich schmelzen mit Käse zum Beispiel, oder? Das ist so was Liebliches. Jetzt denkst du, was soll das? Was erzählt er hier vorne? Ich erzähle Wirkungen. Oder? Ich erzähle Wirkungen, wenn du sagst, lass mich mit Gottes Augen sehen. Es gibt so kleine Kinder, oder? Hier drin Hunderte. Nach jeder Versammlung kommen sie zu mir, klammern sich ans Bein oder so. Und die machen es eben genauso. Die stehen einfach hier, schauen dich so an, oder? Und wenn du sagst, hallo, dann erschrecken sie fast, aber sie stehen so hin, schauen dich an. Und dann ohne eine Ankündigung machen sie plötzlich. Oder? Wollen sie ihre Schuhe zeigen? Oder? Da stehen sie so da, hast du was gemerkt? Oder? Weißt du, und das sind so kleine Analogien. Du weißt selber, wie du dich freust, wenn sowas aus dem Kind rauskommt. Was unheimlich Schönes. Und wenn du dasselbe dann siehst in deinem Partner, das hat nichts mit Zeit und Alter zu tun. Es ist wie wenn du ein ewiges Kindlein und eine ewige erwachsene Person in einem hättest. Es entsteht ein Zauber, oder? Es kann sein, wie jemand eben ein Röckchen präsentiert oder die Art und Weise, wie jemand lacht. Also ich rede jetzt einfach mal jetzt nicht mehr von meiner Ehe oder meinen Erfahrungen. Aber wir haben ja viel Kontakt, oder? Es gibt Menschen, die lachen so und die lachen anders. Anni ist zum ersten Mal erschrocken, als sie mich lachen sah. Oder? Das kam so raus. Sie dachte, oh mein Gott. Ein Christ, der kann lachen. Wieso lacht er so? Die Welt ist doch verloren. Oder? Also, das war das Erwachen aus der Schockstarre. Da war sie wieder wach, mein Lachen. Sie hat mir das nie nachgetragen. Sie hat es lieben gelernt. Aber es gibt Leute, die lachen ganz anders. Kennt ihr das? Ja.
Das mag für gewisse Leute mag das seltsam sein. Oder eben, wenn jemand mit den falschen Ohren hinhört, vielleicht sogar befremdend, abstoßend. Aber wenn du es mit Gottes Ohren hörst, kann das so was Liebliches sein, dass du nicht erwarten kannst, bis der nächste Lacher kommt zum Beispiel. Ja? Also wenn du es süß findest, weil dich das erquickt, das geschieht im Alltag, beim Essen oder egal, am Schlafen. Das Sprechen, das Schnarchen. Ich sage einfach, das könnten solche Dinge, solche Kleinigkeiten können wie zu einem festen Anker der Beziehung werden. Um seine Person würdest du dich prügeln, würde man ihr etwas Böses wollen, verstehst du? Weil sie immer lieblicher wird in deinen Augen, immer kostbarer, immer besonderer und es ist immer nur dasselbe Geheimnis. Herr, lass mich mit deinen Augen sehen. Oder kannst du so einfach erwarte einfach, dass du entdeckst, was Liebliches ist an deinem Gegenüber. Das machen die Leute viel, viel zu selten. Verstehst du? Heute hat der Sebastian morgen in der Frühversammlung so lieblich erzählt, wie da seine Kleine aufsteht, so mit zerzausten Haaren und irgendwie schlaftrunken. Man kann, wenn der Ehe ist, kann man sich an sowas stoßen, oder? Es gibt Leute, die denken, oh mein Gott, ich habe doch eine ganz andere Person geheiratet. Oder? Das kann nach der Hochzeitsnacht passieren, oder? Die Wimpern wegnimmt, oder? Das Ding auszieht und merkst, das ist präpariert, oder was? Oder? Ja, jetzt bin ich zu weit gegangen, ich entschuldige mich. Das ist irgendwie... Aber siehst du, ein und dasselbe, was du sagst, oh, so ein verschlafenes Gesicht, so ein zerzauster Kopf, oder? Kannst du verachten, aber dasselbe kannst du ungemein lieben, oder? Wenn du das siehst, so die zerdrückten Haare irgendwie durcheinander. Oh mein Gott. Ich rede wirklich aus der Praxis, wisst ihr. Man kann alles lieben, was der normale Mensch verachten oder hassen kann, oder? Das sind ganz normale Dinge, die im Alltag stattfinden. Wenn ich meine Kinder über die Maßen schätze und liebe, das setzt sich zusammen aus tausend solchen Erfahrungen. Also ich will hier erweitern, das ist den Kreis, versteht ihr? Ich rede jetzt gerade von Beziehungen, Ehe, wie das geht, aber das möchte ich erweitern auf alles, verstehst du? Anni und ich, wir haben 11 Kinder großgezogen. Ich liebe jedes Einzelne, versteht ihr? Und aber diese Liebe ist geworden, nicht allein in Gesprächen, da natürlich auch ganz besonders, weil wir immer reden miteinander, macht das bitte bis ins Ende des Lebens, das dürft ihr imitieren, nicht die Form, nicht in derselben Statik, aber reden miteinander, oder? Aber die Tiefen, die Liebe, die Beziehung, das, was immer tiefer wird, das sind ganz andere Dinge oft, oder? Das sind Dinge wie zum Beispiel, ich höre das immer wieder, meine Kinder, die arbeiten ja bei uns im Haus, wenn die dann Gänge hauchen und runterkommen, die singen immer. Ich habe eigentlich ein Open House, wenn man es genau nimmt. Aber auch, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, der Joshua. Es ist so was Liebliches, oder? Der Joshua, wenn er irgend durch den Gang geht, plötzlich einfach so aus dem Nichts heraus, yeah, irgendwas, so ein Schrei. Nichts, oder? Irgend fängt er an zu singen, oder? Ich kenne nichts. Dann hat er passt so plötzlich, der Xavier ist bei uns, oder? Dabei war es der Joshua, aber dann so kurze Ausbrüche. Du kannst dich ärgern, was macht der für einen Lärm, ich bin hier am Arbeiten. Aber wenn du gebetet hast, dass wir es mit deinen Ohren hören, ist das so was Wunderbares, oder? Einfach diese kurzen Ausbrüche, oder wenn er durchgeht, ein kurzes Tänzchen, irgendwas. Das sind tausend solche Details, die mir mehr... Habe ich schon etwas Falsches gesagt? Die lachen an und ich habe gar nichts gesagt. Ich weiß... Aha, das hat mit der Kamera zu tun. Habe ich den Spinat nur? Ich kann es nur sagen, dieses Repertoire, von dem ich hier rede, dieses Liebesrepertoire, kann sich von Moment zu Moment erweitern. Und es will sich von Moment zu Moment erweitern, weil das ist das Wesen der Liebe, der Beziehung. Es bekommt so einen Liebreiz drin. Und jetzt eben das ganz Besondere ist für mich eben, dass dieses Repertoire sich nicht explizit von Stärken des Partners nährt oder erweitert, sondern ganz im Gegenteil von Schwächen, von menschlich gesprochen Schwächen, das ist das Besondere. Ja. Das ist ein typischer Wesenszug bei Gott, das sagt er offen. Er sagt, er liebt das Schwache
Alles, was schwach ist, ist für ihn faszinierend. Darum, wenn ich mit seinen Augen sehen lerne, ist immer das, was Schwachheit an sich hat. Je schwächer es wird, desto faszinierender hat es etwas an sich. Und ist auch nicht erstaunlich, weil Gott ist in sich mächtig genug. Er muss von uns lernen, was Schwachheit ist, versteht ihr? Und darum, wenn ich mit seinen Augen sehe und mit seinen Empfindungen empfinde, wenn das geschieht in mir drin, je schwächer etwas ist, desto mehr kann sich das verdichten. Ist so wie ein Naturtrieb, oder? Wenn du ein kleines Kind siehst, je hilfloser das jemand ist, erlebt ihr das auch so? Also wir müssen schon sehr abgebrüht sein, wenn das nicht so ist. Je hilfloser etwas ist, desto mehr sagen wir, oh, Achtung, oder? Oder alte Leute, sofort, wenn du siehst, da kommt jemand wackeliger daher, du nimmst ihn beim Arm, führst ihn über die Straße, damit sage ich dir, es sind die ganz schwachen Dinge oft, die Schwächsten, die dieses Liebespotenzial, dieses Repertoire erweitern. Also such nicht Stärken voneinander, das Dümmste, was man machen kann. Die Stärken, wie soll ich mal sagen, sie neigen dazu, es muss nicht so sein, Stärke neigt dazu, im Alter schwach zu werden. Was geglänzt hat, und wenn es die Stärke der Schönheit ist, du musst damit rechnen, dass es verblasst. Aber eins kann ich dir versichern, die Schwächen weichen nicht. Und da ist ein cooles Potenzial, wenn man das gelernt hat, gerade eben aus Schwachstellen heraus, dass die tiefere Beziehung zu finden, oder? Dann wirst du es lieben, wenn dein Partner vielleicht in einer bestimmten Situation errötet. Dann schämst du dich nicht dafür. Oder wenn er in die Nervosität kommt und dann irgendwas entwickelt, was typisch ist, wenn der Partner in Nervosität kommt, plötzlich liebst du das, oder? Vielleicht ist es nur die Fußstellung, wenn er in Verlegenheit kommt, vielleicht steht er nur so hier und du liebst das. Du liebst das, weil es dir das Erbarmen ins Blut befördert, verstehst du? Das sind diese wunderbaren Dinge, ja. Ja. Also die unglaublichsten Dinge können die stärkste Verbundenheit auswirken. Aber das müssen wir uns merken. Die wahre Liebe geht nie über den Kopf, über den Ratio. Sie tut oft das genaue Gegenteil. Also verankert euch vor allem in euren Schwächen. Lernt zu lieben, wie er liebt. Hier habe ich noch die Stelle für diejenigen, die das gerne nachlesen möchten in der Bibel. 1. Korinther 1, 27. Sondern das töricht, das klingt jetzt ein bisschen schlecht. Ja. Man kann das schöner übersetzen als im Griechen, aber ich würde mal sagen, das ganz Schwache, das, was nicht jetzt sich gescheit gibt, sagen wir mal so, das hat Gott auserwählt, sagt er, damit er damit die Weisen belehre. Ja. Dass er sie zurechtweise damit, dass die Weisen Pleite machen in ihrer Logik. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, um damit das Starke zu belehren, dass es seinen Sinn verliert, ja, sag's mal mit diesen Worten. Oder 1. Johannes 8, 4, Vers 8, das ist das Wesen Gottes. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. Also ich kann nur sagen, mit Gott durchs Leben und an allem andocken, an seinen Empfindungen, an seinem Denken, an seinem Sehen, wie immer es nur geht. Aber so festigt man das, festigt man die Liebe, die göttliche Liebe. Jetzt mache ich hier ein bisschen kürzer. Wichtig ist mir, dass man dasselbe Prinzip auch anwendet auf seine eigenen Eltern. Also, meine Kinder machen das eh. Nein. Wendet es an auf Eltern, wendet es an auf Schwiegereltern, auf Geschwister, auf die OCG, auf die Menschen da draußen, am besten auf alle Menschen. Du kannst kein reicheres Leben haben, als wenn du diese Mentalität dir aneignest, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, ganz allgemein. Dann hast du nämlich den Frieden, den du zu Hause als Grundbasis hast, als Wurzelwerk sozusagen, der wächst nachher, wo immer du bist. Wenn du durch die Straßen gehst, siehst du die Menschen ganz anders. Wer nur für sich lebt, mit eigenen Interessen, der verpasst all diese herrlichen Dinge. Ne? All diese herrlichen Dinge. Ja. Und es wird immer kostbarer und kostbarer. Jetzt möchte ich aber zu einem Thema noch kommen, das mir wichtig ist, und das ist der Umgang jetzt mit wirklichen Schwachstellen, wo das nicht gelingt. Weil ich möchte auch nicht die Illusion verbreiten, dass das jedem in allem gelingt oder auch, dass es in jedem Fall Sinn macht,
alles über diesen Kamm jetzt zu scheren. Das ist ja immer das Problem, dass wenn man mal was rausgefunden hat, was gesegnet ist, dass man es dann immer also beibehalten möchte. Aber ich kann euch da schon jetzt ernüchtern, es gibt eben auch Dinge, die sind wirklich, wie soll ich sagen, die sollte man nicht überspielen. Ich sage es mal mit diesen Worten. Manche kann man nicht überspielen, sollte man nicht überspielen. Manche Dinge muss man ändern. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, mach dir kein Bildnis. Und damit meine ich, komm nicht in die Ehe und knete dir deinen Partner zurecht nach deinem Bild. So muss ich auf der anderen Seite sagen, manchmal müssen eben Veränderungen auch sein. Ja. Und es gibt zwei Kategorien von Schwachstellen, die man nicht einfach übersehen sollte oder kann, nicht übersehen kann. Es gibt eine Kategorie Schwachstellen, die sind unveränderbare, und es gibt eine Kategorie veränderbare Schwachheiten. Und das sind dann Dinge, eben, wenn das nicht gelingt, was ich jetzt erläutert habe, dann wird es ein bisschen ernster. Also unveränderbare Probleme, und jetzt rede ich zu uns allen, also das ist Part, könnt ihr jetzt mal zurückreden. Es geht uns alle an, weil das ist das, was wir als 40-jähriger Seelsorge zuhauf erleben. An dem zerbrechen die Ehen reihum, weil es eben diese zwei Kategorien gibt, unveränderbare Schwachheiten und veränderbare. Bei den unveränderbaren, das sind angeborene vielleicht Geburtsfehler oder man ist verunfallt, ein Partner oder hat etwas vererbt. Wenn es der Haarausfall ist oder irgendwas oder körperliche Missbildungen, die sich zeigen, von denen man nichts wusste und all diese Dinge, es kann die Körpergröße sein, da wir schrecklichste Dinge erleben müssen in der Seelsorge, oder? Dass Paare nicht wussten, wie damit umzugehen ist. Körpergröße, man kann verschiedene Größen messen, oder? Und Körper, angefangen bei der wirklichen Größe von Fußsohle bis Kopf, aber jedes Organ an uns kann größer oder kleiner sein. Und ich musste erleben, wie Menschen fast scheiterten in ihrer Ehe, weil sie nicht wussten, wie damit umzugehen. Und das möchte ich dir sagen, alles was unveränderbar ist, wie solche Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, man könnte noch viel anderes nennen, da können auch Impfschäden drunter zählen und, was halt so vorkommt im Leben. Ich sage euch einfach, was unveränderbar ist, versuche nicht zu verändern. Ja. Sehe es ein, ist auch egal, auf welchem Weg das zu dir kommt oder zu euch kommt, wenn ihr es erfahrt. Es kann sein, dass du es als Betrug erachtest, dass du sagst, warum hast du mir das nie gesagt, oder? Es gibt Leute, die heiraten, wissen zum Beispiel, sie haben Krebs, sagen nichts. Was machst du da, oder? Und wenn dann die letzten Monate eine Katastrophe wären, weil lauter Vorwürfe kommen, lass das Unveränderbare los. Lass es einfach los. Von der ersten Stunde an, wenn möglich, einfach lass es los. Es hat keinen Wert, darum herumzudrehen. Mach nicht den Fehler, was Menschen gemacht haben, die ihrem Partner Vorwürfe machten, weil gewisse Körperteile nicht die Dimension hatten, die sie gerne gehabt hätten. Ich sage jetzt noch nicht mal, ob ich von Männlein oder Weiblein rede. Das findet bei beiden statt, oder? Das ist etwas vom Furchtbarsten, was es gibt. Dann siehst du diese tiefste Verzweiflung, wenn jemand angeschimpft wird, weil er eine Körpergröße irgendwo nicht hat, oder? Die Leute sind so total verzweifelt, daraus wird Verbitterung, da kommen unglaubliche Risse zustande, oder? Aber es gibt Leute, die machen das. Reihum gibt es Leute. Es gibt Leute, die können ihren Ehepartner deshalb Vorwürfe machen oder nicht mehr lieben, weil sie eine Operation hatten. Eben vielleicht war es ein Hirntumor, irgendwas, und dann lieben sie einander nicht mehr, weil man Vorwürfe macht. Jetzt hast du hier so eine Narbe und solche Dinge. Das sind einfach unglaublich böse Sachen. Oder? Ich bitte, lass das bleiben. Aber es gibt auch genug veränderbare Dinge in unserem Leben, veränderbare Schwachstellen, die man verändern kann, wie etwa Wesenszüge, wo man vielleicht im Laufe der Zeit realisiert, das ist ja gar nicht so genau der Mensch, wie ich gemeint habe, oder es sind Gewohnheiten, es sind selbst- oder fremdverschuldete Ursachen, da gibt es ganz viele, es gibt Neigungen, aber die sind veränderbar. Es gibt Menschen eben, die haben die Neigung zur Angst, andere zu Misstrauen, wieder andere haben vielleicht
Neigung zur Depression, zur Oberflächlichkeit, die einen, und die anderen zum Stress, zur Übergenauigkeit, zur Gesetzlichkeit. Eben das sind so die Dinge, wo du spürst, mit der Zeit kommst du nicht ganz durch. Ja, da kannst du auch die Peinlichen darunter zählen, wie Mundgeruch, wie irgendwas, irgendwelche peinlichen Unarten, die vielleicht plötzlich ans Licht kommen, wo du merkst, doch, glaube, da muss man Eingriff sein. Und wie wird man damit fertig? Ich sage, mit beiden Kategorien möchte ich einfach ans Herz legen, so oder so, ob sie unveränderbar sind, unveränderbar oder veränderbar, gewöhnt es euch an, möglichst immer als erstes dennoch durch hindurch zu sehen, auch die Veränderbaren. Also nicht, wenn du siehst, oh, das geht gar nicht, oder? Jetzt macht er oder sie etwas, weißt du, so einen, oder? In der Öffentlichkeit oder so. Du denkst, muss man da eingreifen oder nicht? Ja, ich liebe das, wenn er in der Nase bohrt oder wenn sie in der Nase bohrt. Oder da wird es dann praktisch, oder? Wann greifst du ein, wenn es immer weitergeht? Ich führe das jetzt nicht weiter aus, wir haben heute noch ein Hochzeitsessen, oder? Aber der Punkt ist, trotzdem ein bisschen noch Zähne zusammenbeißen und zuerst mal hindurchsehen. Das sind die schlimmsten Fehler, die wir in der Ehe machen können, wenn wir immer gleich losschießen, wenn etwas zu verändern ist und man verändern muss, einfach wenn es nicht anders geht. Warte immer zuerst, bis du innerlich gefasst bist, bis du innerlich weißt, in welchem Ton du das sagst, in welcher Haltung du das sagst, mit welchem Blick. Geh das innerlich zuerst einmal durch, weil diese Dinge kündigen sich in aller Regel so an, dass man sich wie verhetzt dran macht, oder? Dass man so wie aus der Hüfte geschossen, um in der Wildwestsprache zu reden, aus der Hüfte geschossen, Schnellschüsse macht, nennt man das im Alltag. Und das gibt richtig empfindliche Risse, das kann richtig empfindliche Spaltung geben, das kann richtig Wunden schlagen. Also ich sage es auch hier wieder, es ist eigentlich fast wieder derselbe Punkt, nur erweitere ich ihn hier. Der erste Teil unterscheidet sich dadurch, dass ich die Lieblichkeit einfach so entdecke. Das Entdecken ist das Schönste überhaupt im Leben. Überhaupt, nicht nur in der Ehe, überall. Das Entdecken der Lieblichkeiten der Menschen. Oder? Aber das, was ich hier rede, ist ein konstruktives Arbeiten, dass wenn Schwachstellen sichtbar werden, die sich in der Regel eben so ankündigen, dass du am liebsten gleich draufstürzt oder eine Verachtung spürst oder irgendwas, dann nimm dir zuerst Zeit und zähle vor dir selber alle dir bekannten Vorzüge deines Partners auf. Bevor du rangehst und an diesem Bild herummeißelst, das nachher in die Brüche gehen möchte. Du hast so viel Liebliches jetzt schon im Vorfeld erlebt, du kannst jederzeit, egal was es ist, als erstes einfach dir vor Augen stellen, was das für ein Mensch ist. Was ist das für ein Mensch? Und dann gehst du all diese Lieblichkeiten durch, bis es nur noch leuchtet. Und dann merkst du schon dort, dass das Problem immer kleiner wird. Dann lachst du schon fast, oder? Und wenn du es eben dann anbringst und korrigierst, weil es korrigiert werden muss, oder? Dann kommt es ganz anders an. Dann hat es nachher einen heilsamen Charakter, kann es leicht annehmen. Und so kann man eben aus Stärken oder Besonderheiten, die man schon entdeckt hat, aus außergewöhnlichen Kostbarkeiten, kann man wie so einen Vorlauf gewinnen, damit man es im richtigen Ton oder in der richtigen Weise korrigieren kann. Und wenn das alles nicht hilft, wenn man spürt, nein, das andere drückt sich immer wieder dazwischen, empfehle ich einfach, geh einen Schritt näher an dich selber ran und zähle deine Unarten auf. Ja? Das hilft auch sehr, oder? Wenn ich den anderen korrigieren will und denke, wie kann er nur, dann ist gut, sich mal zu fragen, wie kann ich eigentlich nur, oder? Und da bist du am besten eingeweiht. Jeder Mensch hat irgendwo diesbezüglich ein Doppelleben. Du weißt genau, welche Macken du hast. Und dann stellst du dich mal in die Reihe und zählst dir mal alle deine Macken auf. Und dann, wenn das erste nicht funktioniert hat, ich sage, das wird immer funktionieren, wenn du genug Zeit verbringst, wirst du merken, eigentlich ist dein Partner in der Regel immer besser als du, oder? Ja? Das ist die berühmte Geschichte mit dem Splitter im Auge, den du dem Nächsten rausnehmen willst, während du den Balken drin hast. Also je mehr du dich selber aufdeckst und sagst, ja, hier habe ich eine Macke, ich habe auch hier Macken und das ist meine Macke und das sind Macken, plötzlich ist das andere gar nicht mehr so wild, es wird geradezu unbedeutend und du kannst deinen Partner verteidigen. Und das empfehle ich, verteidigt euch ein Leben lang gegenseitig, verteidigt eure Partner,
bei allen Schwachheiten, bei allen Fehlern, bei allem Versagen, was sie haben, geht in die Verteidigung über, nicht in den Angriff. Sie sind eure Partner. Ihr kommt ohne sie nicht zurecht. Ihr könnt euren Lauf nicht ohne sie verwalten oder zu Ende bringen. Ja. Ja, was auch sehr hilfreich ist, das sage ich jetzt wieder vor allem in die große Menge hinein, weil wir haben einen gewissen Vorlauf, wir konnten so viele herrliche Jahre miteinander verbringen. Ich kann diese Dinge gar nicht zu unseren Kindern predigen, weil sie dann nur, das ist so weit zurück. Ja. Aber da draußen, ich sage, da gibt es viele Leute auch hier drin, die an diesen Dingen leiden, versucht immer den Werdegang der Geschichte zu verstehen, wenn ihr Menschen gegenüber habt, die es euch schwer machen. Denn in den ausnahmlos, also fast meisten Fällen steckt eine Geschichte dahinter, versucht sie herauszufinden. Es gibt Menschen, die sind total misstrauisch, du kannst dich ärgern darüber, aber du kannst auch die Geschichte heraushören, warum eigentlich. Und plötzlich merkst du, wenn du die Geschichte studierst, merkst du plötzlich, diese Person, die immer misstrauisch ist, das hat gar nichts mit dir zu tun, weil du fühlst dich angegriffen. Wie kann ein Partner misstrauisch sein zu mir, zum Beispiel? Ich mein's doch immer nur gut. Aber wenn du seine Geschichte verstehst und plötzlich erfährst, oh, der wurde als Kind missbraucht, zum Beispiel, oder misshandelt, der ist in schlimme Dinge reingekommen, der Partner. Eben Kindsmissbrauch gibt es mehr, als man irgendeine Ahnung hat, oder? Als kleine Kinder von Onkeln, von Tanten, von Vätern und Großvätern, alle möglichen, haben sich die schon an den Kindern vergriffen und dann sind sie eigentlich für den Rest ihres Lebens misstrauisch. Oder? Das sind grauenhafte Dinge. Aber ich sage, wenn ihr ein bisschen nachforscht, mit wem ihr Schwierigkeiten habt, versucht auf die Leute zuzugehen, ihre Geschichte zu verstehen, plötzlich merkst du, oh mein Gott, wäre ich so aufgewachsen. In diesem Elternhaus kein Herz, keine Liebe, nur Business zum Beispiel oder nur ein versoffener Vater oder eine versoffene Mutter oder Kiffer oder irgendwas. Wenn du ein bisschen bohrst, wirst du merken, du kommst in eine Situation, wo anstelle Verachtung nur noch Mitleid kommt. Und nur noch, oh mein Gott, wie wäre ich drauf? Oder wie wäre ich drauf? Oder eben gesetzlich erzogen in christlichen Kreisen ein Gräuel, oder? Ein Gräuel, wenn die religiöse Erziehung durchgreift und alles so in diese Enge reintreibt, eben das, was ich am Anfang erzählt habe mitunter, was Gemeinden, christliche Gemeinden mit ihren Schäfchen machen, das machen zu Hause viele noch viel ärger. Ja. Ich weiß, dass solche Dinge über mich selber im Internet stehen, jetzt staunst du, gell? Jetzt merkst du zum ersten Mal, was aus dem Originalmund kommt. Oder? Bei uns gibt es sowas nicht, einfach nicht. Ich hasse das, diese kalte, gesetzliche, sture Art, ja, diese mechanische, statische Art. Wenn du mich auf die Palme bringen willst, dann kannst du mich mit Statik, mit Gesetzlichkeit an die Decke bringen. Gott ist dynamisch. Es gibt die Statik, davon reden wir immer wieder und auch das lege ich euch ans Herz. Bewahrt immer die Statik und die Dynamik. Die Statik sind die Grundlinien, die Gesetzmäßigkeiten der Natur. Das kannst du alles als Statik nehmen, aber um das herum windet sich die Dynamik Gottes in eurem Leben. Und ich sage euch einfach eins, wer statisch erzogen worden ist, wer nur schon ohne Gott aufgewachsen ist, ohne den lebendigen Gott, da kannst du nur Mitleid und Erbarmen haben, da weicht das Verachtete jedem Menschen gegenüber, wenn du die Geschichte kennst. Ich rede hier auch aus tiefster eigener Erfahrung, engsten Verwandten von mir gegenüber, die mir sowas den Geist gebrochen haben durch ihre Leben, durch ihre Lügen, durch ihre Täuschung, durch das, was sie gelebt haben, kam so eine tiefe Not in mein Herz. Ja? Als Christ. Oder? Aber das hat mich rausgeholt, die Geschichte verstehen. Und dann plötzlich merkst du, oh. Da wäre ich wahrscheinlich nicht besser drauf. Oder? Aber siehst du, ich erzähle eigentlich immer dasselbe auf verschiedenen Ebenen. Der eine besondere Punkt ist, seht sie mit den Augen Gottes. Denn auch das hat mit den Augen Gottes zu tun, erkennt ihre Geschichte. Und wenn du am Mitleid Gottes, am Erbarmen Gottes andockst und diese Empfindungen in dir wächst, dann gehst du ganz anders durchs Leben. Ich bin dadurch imstande, alle Menschen auf dieser Welt zu lieben, bis zum Hintersten und Letzten. Ich habe keinen einzigen Feind von meiner Seite her. Ich habe aber Millionen von Feinden. Ja.
Dieses Jahr allein hatte ich fast 70 Medienschlachten, alle gegen mich als Person. Die hassen mich wie die Pest, verteufeln mich, aber ich kann sie nur lieben, nur, Punkt. Oder? Warum? Weil ich mit den Augen Gottes sehe. Gut, jetzt komme ich in die Landebahn langsam. Ich empfehle euch, jetzt rede ich ganz wieder nahe zu euch, ich empfehle euch, eben lasst euch gemeinsam als Ton, als Gefäß in der Hand des Schöpfers formen. Nicht du formst sie, nicht du formst ihn oder du sie. Nicht einander formen, sondern miteinander geformt werden. Das ist die Weise, wie wir unser Eheleben, Anja und ich, und unser Familienleben aufgebaut haben. Wir haben uns vor Gott gestellt als knetbare Masse, möchte ich es mal im Bild sagen, gesagt, mach mit uns, was dir beliebt, weil wir lieben dich, wir vertrauen dir. Und dann gab es im Voraus sein Bild, also nicht ein Bildnis, sondern seine Wirklichkeit, hat uns plötzlich wie eine Skizze, so wie ein Modell, so wie ja, eine Skizze halt, vor Augen geführt, dass wir miteinander das gleiche Empfinden hatten, wie unser Familienleben sich gestaltet. Also wir sahen uns plötzlich mit unseren Kindern zum Beispiel auf Singen zusammen und auf Tournee gehen. Das kam eins nach dem anderen dazu und das ist miteinander geworden. Das ist so etwas Wunderschönes, wenn etwas miteinander wird. Und ich versichere euch und ich versichere jeden da draußen, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, mit dem wirklichen Gott, nicht mit dem Dogma der Christen, mit Dogma, was menschlich verändert wurde. Wenn ihr den wirklichen Gott kennt, er hat immer eine Meinung in beiden. Und wenn zwei Meinungen sind, du brauchst nur ein bisschen Geduld und das wird fließen zu einer Meinung, wenn ihr nur die Wahrheit liebt. Die Kraftwirkungen Gottes machen euch völlig eins und darum ist auch die Gestaltung, wie Gott uns formt. Er hat ein Prinzip, er sagt, ich tue nichts, was ich nicht prophetisch ankündige zum Beispiel. Also er wird das, was er auch aus euch als Tonmasse jetzt im Bild gesprochen modellieren will, das gibt er euch vor, er legt er euch wie vor. Oder? Er legt es euch vor, dass du Ja sagen kannst dazu oder abhauen. Das darfst du immer. Jonah zum Beispiel hat gesagt, nein, mache ich nicht, oder? Das ist eine Geschichte für sich. Aber wenn man darauf eingeht, es hat sich alles erfüllt. Hier könnte ich Stunden erzählen. Alles, was heute geworden ist, hat uns Gott vorher eigentlich wie vorgelegt. Und wir sagten, oh wow, das ist es. Das ist es. Da wollen wir mit. Und dann hat sich das zu formen begonnen, einfach weil die Kraftwirkung Gottes tun das, wo wir Ja sagen. Oder? Das ist für ihn fast so wie ein Ehevertrag schon. Oder? Gut. Und jetzt das Letzte, was ich sagen möchte, einfach lasst euer Leben auch gesamtheitlich in die Prioritäten bringen, wie sie Gott gesetzt hat. Wenn ihr jetzt heiratet, sage ich euch, hat eure Ehe erste Priorität, euer Eheleben hat erste Priorität. Hier gibt es die OCG, ja, dann haben wir noch die ACK und, oder? Da können wir da ganze Reihe aufzählen. Wenn ihr eure Ehe nicht als erste Priorität nehmt, dass euer Haus das Erstrecht hat, versorgt zu sein, zu leben, auf den Stand zu kommen, dann machen wir einen riesen Fehler. Und ich muss meinen Kindern sagen, dem Elias, Anna Sophia, ihr kommt erbbelastet in diese Ehe rein. Ich bin erbbelastet und zwar meine Vorfahren, ich rede jetzt mal vor allem von meinen Vorfahren, da schaue ich auf eine Dynastie von Evangelisten zurück, von Predigern, von Bibellehrern und alles Mögliche und sie haben alle das Gleiche falsch gemacht. Sie hatten alle so einen Eifer für Gott und den wollen wir gerne behalten, oder? Aber aus dem Eifer wurde ein unverständiges Eifern. Das heißt, Eifer ist gut, aber sie haben ihre Familien allesamt geopfert. Ihnen war der Missionsberg wichtiger, das Missionsfeld, Mission betreiben, die Welt verändern, Welt retten. Auch das wollen wir beibehalten. Diese Erbbelastung nehme ich gerne an. Das habe ich bekommen, meine geistige Krippe. Ja. Aber
Ich musste sehen, soweit ich zurückblicke, diese Ehen sind alle zerbrochen. Diese Familien sind alle zerbrochen, weil sie die Prioritäten nicht zu Hause, die erste Priorität gesetzt haben. Sie haben mir gesagt, Mission ist wichtiger. Ja, du verstehst, ich muss jetzt dahin. Du verstehst, ich muss dahin. Du verstehst, da wird gerufen. Da brauchen sie mich. Da muss ich predigen. Da muss ich den Film zeigen. Dort muss ich in eine Versammlung. Und die Familie ist immer mehr ins Abseits gekommen. Am Schluss entstand ein Hass gegen das Christentum. Und dieses Erbe, ich sage mal, diese Neigung, durchzudrehen, also mit dem Eifer, der gut ist, durchzustarten, sich zu individualisieren und damit die Grundzelle zu vernachlässigen, das ist der Tod schlechthin. Das ist der Grund, das habe ich gerecht in Herrlichkeit, wir reden von Rache in Herrlichkeit jeweils. Ich wusste von der ersten Stunde, als ich zu Gott gefunden habe, unser Weg ist die Familie zuerst. Zuerst schaue ich, dass meine Familie alles hat, was sie braucht, dass ihr gut geht, dass sie mitkommt bei jedem Schritt, den ich tue. Und zwar nicht gedrückt, sondern von innen her, mit Begeisterung, aus Vision. Und wenn das sitzt, kannst du die nächste Runde, kannst du dann die Mission üben, die dir auf dem Herzen liegt. Aber sobald die Familie als Grundzelle der Gesellschaft wankt, stopp, hat die OCG zu warten, hat ACK zu warten, hat KlarTV zu warten, egal was wir für Werke tun, egal wie weltbewegend, egal wie geistlicher Krieg da draußen tobt, egal wie wichtig unser Dienst ist, die Priorität bleibt, da hast du so eine Statik. Da habt ihr so eine Statik, die verordne ich euch, dass klipp und klar ist, ihr kommt hier zuerst. Ja? Und ihr meldet immer, wenn ihr nicht mehr mitkommt, wenn ihr später Kinder habt oder haben sollt, wie auch immer wollt, dann gilt das mit den Kindern zusammen. Und immer erst, soweit wir raustreten könnt, über eure eigene Nasenspitze hinaus, so weit dürft ihr euch in den Lauf einbringen. Aber, das ist nur die eine Seite, auf der anderen Seite sucht diese Synergie, dass ihr euren Platz im Gesamten drin findet. Weil es gibt auch das andere Extrem, dass dann Christen sagen, ich und meine Familie, Family First, Die Mission kann mich mal, ich habe es jetzt so schön, oder jetzt haben wir es so schön zusammen. Und dann vergessen sie, dass ein gemeinsames Projekt oder ein gemeinsames Wesen viel mehr existiert. Jetzt bin ich schon einen Schritt zu weit gegangen. Wir sind ein Organismus. Und ich darf das den Gästen hier drin auch sagen, die Menschheit ist ein Organismus. Nicht wie ein Organismus, sondern ein Organismus. So wie ich als Körper innere und äußere Organe habe und alle zusammen nur einen Menschen bilden, so ist die Menschheit konstituiert. Und darum interessiere ich mich für jede Schwachheit in der Menschheit. Es ist meine Schwachheit. Wie wenn eine kleine Zeh schwach ist, krank ist, ich interessiere mich für jede Schwachheit, weil ich spüre, wo immer es der Menschheit da draußen nicht gut geht, das nimmt auch mein Lebensgefühl weg. Das dämpft mein Lebensgefühl, das ist die Aufgabe der OCG. Also ihr seht, wir haben einen wichtigen Auftrag und das können wir nur als Organismus miteinander bewältigen. Das ist eine zu große Aufgabe für Einzelpersonen. Also findet euren Platz, bleibt eingefügt in diesem Gesamtorganismus, aber haltet euch an die Prioritäten und im großen Ganzen werden wir hier miteinander durchbrechen. Gut, ich beendige meine Rede, weil sonst wird es jetzt so lang, wir sind hier auf einer Hochzeit, nicht in der Bibelschule. Ja? Amen.